Schule daheim. Ideen für die Osterferien. Wir schreiben Briefe. Die aktuellen Regeln gelten auch in den Ferien. Die Familie ist meistens in der Wohnung. Ausflüge oder Urlaub fallen aus. Ihr Kind kann nicht zu seinen Freunden und Oma und Opa können an Ostern nicht besucht werden. Wie bleibt Ihr Kind nun mit Freunden, Großeltern oder anderen wichtigen Menschen in Kontakt? Viele Familien nutzen Telefon, E-Mails oder sogar Videochats. Ihr Kind könnte auch Briefe schreiben und verschicken. Sie brauchen Papier, Umschlag und eine Briefmarke. Umschläge können Sie mit Ihrem Kind auch selbst basteln. Eine Anleitung finden Sie auf den Seiten des Bundesumweltministeriums. Zuerst schreibt Ihr Kind Ort und Datum rechts oben in die Ecke. Dann kommt die Anrede, zum Beispiel liebe Oma oder Hallo Felix. Nun schreibt Ihr Kind über seinen Alltag zu Hause, was es spielt, malt oder bastelt. Im Brief kann es auch von den täglichen Spaziergängen oder von Neuigkeiten aus der Familie berichten. Zum Schluss schreibt es den Gruß, zum Beispiel viele Grüße, deine Lisa oder dein bester Freund Max. Nun kann Ihr Kind den Brief verzieren oder es legt zusammen mit dem Brief ein Bild oder eine kleine Bastelarbeit in den Umschlag. Jetzt muss der Umschlag beschriftet werden. In die linke obere Ecke schreibt Ihr Kind den Absender, also seinen eigenen Vornamen und Nachnamen, die Straße mit der Hausnummer, die Postleitzahl und den Wohnort. In die rechte untere Hälfte schreibt Ihr Kind die Adresse seiner Oma oder seines Freundes, also zum Beispiel Vorname und Namen der Oma, ihre Straße mit der Hausnummer und ihre Postleitzahl mit dem Wohnort. Zum Schluss klebt Ihr Kind in die rechte obere Ecke eine 80-Cent-Briefmarke. Jetzt verziert Ihr Kind den Umschlag mit Bildern oder Aufklebern. Jetzt spazieren Sie gemeinsam zum nächsten Briefkasten. Dort kann Ihr Kind den Brief einwerfen. Nun heißt es warten. Bestimmt schreiben die Großeltern oder Freunde bald zurück. Dann findet Ihr Kind im Briefkasten einen Brief. Auch die Lehrerin oder der Lehrer Ihres Kindes freuen sich über einen Brief. Dazu schreibt es den Namen der Lehrerin oder des Lehrers und die Adresse der Schule auf den Umschlag. Viel Spaß beim Briefeschreiben!